Moin YouTube, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ganz geiles Thema Starlink. Ich habe es mir bestellt, ich habe es auf dem Dach installiert, ihr werdet alles im Video sehen. Unten seht ihr einmal in der Timeline, in den einzelnen Kategorien, wo ich was gemacht habe. Also ihr könnt direkt dahin springen, was euch interessiert. Oder um mich zu unterstützen, könnt ihr das ganze Video gucken. Und natürlich Daumen da lassen, abonnieren und viel Spaß beim Video. Was kommt bei uns zu Hause eigentlich an, wenn wir Starlink endlich bestellt haben und uns überwunden haben, es auszuprobieren? Es ist ganz einfach. Starlink zeigt das bei sich auf der Homepage auch, was standardmäßig schon direkt dabei ist. Da haben wir einmal die Satellitenschüssel selber, also das, was man hier im Hintergrund auch sieht. Dann haben wir ein X-Fuß, sag ich mal. Habe ich nicht gebraucht, da wir es direkt aufs Dach gepackt haben mit einem Adapter. Der Router ist dabei, ein 20, 25 Meter Kabel für Strom und Ethernet oder was auch immer das Kabel alles leitet, was von der Schüssel zum Router direkt geht und ein Stromkabel für den Router. Ebenso habe ich mir noch direkt dazu bestellt den Adapter, damit ich meinen Mesh, also meinen Router von Starlink mit meiner jetzigen Fritzbox verbinden kann, damit ich ein besseres WLAN-Signal habe und diesen kleinen Adapter für meine Stange, wo meine Satellitenschüssel schon dran ist. Aber wir gucken jetzt mal, wie wir den Spaß so montiert bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Da oben muss das Ding rauf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles, das ist ziemlich windig. Ich habe das Kabel schon durch den Dachstuhl einmal nach außen gelegt. Gucken wir gleich, ob das auch reicht. Ich nehme euch einmal mit hoch. Macht das bitte nicht nach, holt euch einen Dachdecker oder keine Ahnung. Oder ihr seid so bekloppt wie ich und macht es einfach. Aber habt ihr nicht von mir. Hoppala. Ja. So. Schüssel ist nicht ganz leicht, also müsst ihr da echt aufpassen, was ihr macht. Oha! Gleich ist die Schüssel schon direkt kaputt, bevor sie oben ist. So, hier habe ich schon Kabel liegen. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich da gleich nur irgendwie einmal rüberkommen. So. So, da oben kommt das Ding jetzt rauf. Leck mich am Arsch, ey. Wo ist er denn da? So. Jetzt aber. So, jetzt ziehen wir den aber einmal fest. Und dann war es das mit dem Spaß. Und dann können wir den Spaß auch schon direkt anschließen. Oh nein! Ja. Schöne Scheiße, jetzt ist mir der Imbus tatsächlich runtergefallen. Und dann haben wir's. Dann gehen wir jetzt mal rein und installieren den ganzen Spaß. Starlink hat eine super krasse Anleitung dazu geschickt. Mehr ist es tatsächlich nicht. Es ist einfach nur so ein Stück Pappe und da steht einfach auch alles drauf, was man braucht. Also, ihr habt einmal eure Satellitenschüssel, ihr habt in der Mitte den Router, den Mesh und ihr braucht einmal die App. Mehr braucht ihr tatsächlich nicht. Die zwei Kabel, Pappe ist zu groß, die zwei Kabel einfach einmal den Strom und einmal das lange Kabel zur Satellitenschüssel und dann funktioniert das tatsächlich. Wenn ihr das angeschlossen habt und in der App verbunden habt, das zeige ich euch gleich, dauert es ungefähr, boah, keine Ahnung, was waren das, 4 Minuten oder sowas. Dann fängt die Satellitenschüssel auch schon direkt an, sich auszurichten. Sieht super cool aus, zeige ich euch einmal hier oben in der Aufnahme. Und es ist einfach kinderleicht. Wenn ihr eure Fritzbox verbinden wollt, habe ich hier einmal auf Anleitung aufgemalt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So. Der Adapter kommt einfach bei dem normalen Mesh, also bei dem normalen Router dazwischen. Der schwarze
Pöbel da unten. Geht einmal mit dem LAN-Kabel zur Fritzbox. Wichtig ist, dass ihr den WAN-Anschluss nimmt. Das ist bei der Fritzbox, bei meiner ist es der blaue Anschluss. Ich glaube, bei den anderen Fritzboxen auch. Und wenn ihr ein Heimnetz habt, geht ihr da mit LAN 1 raus in euren Verteiler oder wie auch immer. Oder ihr benutzt einfach nur das WLAN über die Fritzbox da. Das WLAN um einiges besser ist von der Fritzbox. Der Router von Starlink hat etwa eine Reichweite von, keine Ahnung, ich glaube, bei mir war da irgendwie gefühlt nach 3,5 Meter hatte ich keinen Empfang mehr. Dementsprechend Adapter dazwischen, direkt an die Fritzbox. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie wir die Verbindung vom Router, also vom Starlink-Router zu eurer Fritzbox herstellen und welche Einstellungen da drin getroffen werden müssen. Um eine Verbindung herzustellen mit dem Internet, müsst ihr einmal bei euch in die Starlink-App gehen und unten rechts auf Einrichtung starten drücken. Dann wählt ihr einfach eure Satellitenschüssel aus. Und unten, ich habe einen Standort, wenn ihr die schon aufgebaut habt. Sonst könnt ihr vorher prüfen, wo irgendwelche Probleme sind. Klickt euch unten einfach durch. Einfacher ist es nicht. Also es gibt nicht einfacheres als diese App, was die da rausgebracht haben. Es ist komplett selbstverständlich. Ihr müsst einmal suchen, also wenn alles angeschlossen ist, euer Starlink Strom hat, sucht ihr das Internet, verbindet euch mit und dann könnt ihr gleich den Router direkt einstellen. Ich zeige jetzt nicht direkt, was ich alles für Einstellungen treffe, da das private Sachen sind. Um jetzt die Verbindung herzustellen, damit ihr eure Fritzbox mit dem Router von Starlink verbinden könnt, müsst ihr natürlich wieder in eure App gehen, wenn ihr nicht noch drin seid. Scrollt einmal ein bisschen runter, schiebt ein bisschen hoch, je nachdem. Geht einmal in die Einstellungen rein und unten in den Einstellungen, da seht ihr dann Bypass-Modus. Da klickt ihr einmal rauf und jetzt ganz wichtig, wenn ihr den Bypass-Modus aktiviert, also einmal rüberwischen, könnt ihr den nicht wieder deaktivieren, außer ihr resettet euren Router. Also seid euch auf jeden Fall sicher, dass ihr das machen wollt. In der Fritzbox ist es auch eigentlich sehr einfach gehandhabt. Ihr loggt euch einmal unter fritz.box bei euch im Browser in eure Fritzbox ein, gebt euer Passwort ein und dann seid ihr auch schon direkt drin. Passwort kann ich euch nicht sagen, weil ich kenne euers nicht, Gott sei Dank. Und da ist es sehr einfach. Ihr geht auf die linke Seite im Bereich Internet, auf Zugangsdaten. Und hier Internetanbieter. Hier müsste jetzt bei euch irgendwas stehen. O2, EWE, Vodafone, wo auch immer ihr euer Internet habt. Da macht ihr einfach weitere Internetanbieter und dann vorhandener Zugang über WAN. Das ist das, was ich vorhin meinte, Kabel in den blauen Stecker an der Fritzbox. Und dann habt ihr das, dann könnt ihr unten einmal auf Übernehmen klicken. Bei mir sieht man es jetzt nicht, kann ich runterscrollen. Unten in der Ecke steht auf jeden Fall Übernehmen. Da klickt ihr einmal rauf und dann bootet das System einmal neu. Und ihr müsst einmal eure Geräte einmal neu starten. Einmal an, einmal aus. Bei den meisten Sachen funktioniert es von alleine. Ich sage mal, Fernseher macht ihr immer wieder mal an und aus. Das ist automatisch. PC einfach ausschalten, neu hochfahren. Wird sich automatisch alles neu verbinden. Beim Handy am besten auch einmal einen Neustart machen. Das habt ihr wahrscheinlich nicht so oft aus. Aber dann funktioniert das auch. Ja Leute, wir sind soweit fertig. Jetzt kommt nochmal der interessante Teil. Was hat es überhaupt gebracht? Also hat sich mein Internet verbessert? Hat sich es verschlechtert? Ich kann tatsächlich bis jetzt nur sagen, es ist um einiges besser geworden. Also es ist wirklich viel, viel besser. Ich habe vorher meinen Vertrag bei EWE gehabt, ein 50er DSL. Mehr geht hier bei mir zu Hause nicht, alte Kupferleitung hin und her. Ich habe mal in ganz guten Zeiten, habe ich glaube ich einen Download von 32 reinbekommen. In meisten Fällen lag es immer so zwischen 20 und 26. War nicht wirklich ausreichend, sowieso nicht mit Homeoffice zu Hause und mal ein bisschen Streaming nebenbei oder sowas. Hat nicht funktioniert, deswegen habe ich Starlink geholt. So, was kam bei Starlink raus? Erste Einrichtung, habe einen Test gestartet, schwuppdiwupp, 140er Leitung. Jo. Kann jetzt sagen, ich habe es jetzt seit 4 Tagen ungefähr in Benutzung. Ich habe es tatsächlich jetzt auch schon geschafft,
einen Download hinzubekommen von bis zu 300, was schon Glasfaser Richtung auf jeden Fall ist. Also das ist super geil für 50 Euro im Monat. Stabilität, ich habe bis jetzt in der App gesehen, dass ich Abbrüche mal hatte, irgendwo immer so im Bereich zwischen 3 und 5 Uhr, dass da irgendwo wohl ein Problem sein sollte. Habe aber selber noch nichts gemerkt, dass ich selber Probleme habe, wenn ich ganz normal im Internet bin, Videos gucke oder was auch immer. Habe da bis jetzt nichts festgestellt. Der Upload für die Leute, die YouTube betreiben oder sonst was. Ich habe vorher einen Upload gehabt von ungefähr 5, wenn es gut war. 4, 5. Bin jetzt ungefähr im Durchschnitt bei 25 bis 30. Also der ist auch schon sehr, sehr viel geiler geworden. Also in erster Linie, ich bin super zufrieden. Ich hoffe, ich konnte euch auch weiterhelfen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, teilt das Video. Guckt euch meine anderen Videos an, unterstützt mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wenn ihr Fragen habt, haut's in die Kommentare. Und von daher, Leute, bleibt gesund und haut rein.